Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Rogue. Wir sind hier bei der nächsten Mission. Ich glaube, da ist Captain Cook. Ja, hoffe ich auch, dass der Eisrammsporn durch Eis durchkommt. Das ist die HMS Pembroke. Oh, da gibt's Narwal. Nice. Machen wir erstmal die Mission. Kaltes Feuer. Master Cormac, so bald hatte ich euch nicht wieder erwartet. Ich habe de la Vérendries Reisekarten. Aber der Kerl hat sie verschlüsselt, dich. Ich verstehe sie nicht. Vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Er hat nichts in der Hand. Und ich an. Eine uralte Chiffre. Einmal sah ich sie bereits. Ich könnte sie zeichnen. Oder ihr könntet mich begleiten. Finden wir de la Vérendries. Ein dringendes Anliegen. Also dann, segeln wir wieder zusammen. Auf meinem Schiff? Ich hätte gern das Kriegsschiff wieder, weil das cool ist. Ich wette, euch verbindet etwas mit unserem Freund de la Vérendries. Eine sofortige Abneigung. Ich will echt den Narwal haben, aber nee, den hol ich einfach anders. Freunden, die einen solchen Schurken dulden. Mein Gott, was hat der Mann euch angetan für solchen Hass? Ich kenne ihn nur als Spross einer Familie von Entdeckern, welche die Grenzen der bekannten Welt ausgedehnt hat. Von den wenigen Begegnungen mit ihm kann ich sagen, dass er sehr aufbrausend ist. Ihr wollt sagen, dass er ein streitsüchtiger Bastard ist? Das kann nur die Sapphire sein. Niemand weiß, was hier widerfahren ist. Habt ihr das gehört? Kanonenfeuer inmitten des Nebels. Könnte das de la Vérendries sein? Ja. Es ist eine Geheimmission. Sie wollen keine Zeugen ihrer Reise hinterlassen. Die arme Sapphire. Du holst sie mich gern mit. Ich sehe nicht so viel. Zum Glück ist unser Schiff schon recht weit aufgerüstet. Ich bin schon wieder gegen die Wand gefahren. Ich achte echt nicht auf die Wände, wenn ich hier am Schiffen bin. Au. Okay, das ist jetzt blöd gewesen. Aber gut, das war mein Fehler. Da habe ich einfach gar nicht drauf geachtet. Ich wollte doch gerade ein bisschen looten. Die haben bestimmt ganz viel schönes Holz geladen für mich. Reichweite der Mörser, mehr weiß ich nicht. Sir, vor uns!
Kollision mit Eisberg vermeiden, okay. Lästig bis zum Schluss. De La Vérendrye ist zurückgeblieben, um uns aufzuhalten. Und das mit Sicherheit freiwillig. Nur schwere Kugeln, einfach reinhauen. Gott, ey. Ich sehe absolut gar nichts, einfach blind reinschießen und hoffen, dass wir treffen. Dann nee, immer super. Na gut, wenn die fahren, dann ist natürlich klar. Die ist auch ganz schön schnell. Oh nein, nein. Zählt das jetzt noch als, ich hab's geschafft? Weil ich soll ja keinen Eisberg berühren und ich bin gerade gegen einen gegengefahren. Vielleicht weil ich langsam genug war, nicht? Was ist denn das für ein komisches Zeichen? Versunkenes Schiff oder so? Da, da wo ich gerade hingucke, auf der Karte. Keinen Schaden nehmen. Granate, ne? Junge, entern wir die auch noch irgendwann mal? Das wird gerade nicht so, ne? Und weiter als so komme ich nicht. Wie mache ich das denn jetzt am klügsten? Ich muss auf jeden Fall erstmal ins Wasser, weil ich komme ja nicht weiter ran. Ja, keinen Schaden nehme ich, ich friere doch gleich. Oder zählt das nicht, weil ich... Hallo? Hallo? Ja klar! Dann komme ich halt nicht hier weg. Ich glaube, das Spiel ist verbuggt. Kann ich irgendwie neu laden? Nachladen. Das klingt in Ordnung, letzter Check. Weil ich kam da nicht hoch. Ich bin jetzt sogar dahin gegangen, wo die Treppe ist und nochmal. Vielleicht war das Entern gerade einfach richtig verbuggt. Ja, die versenken sich gerade so ein bisschen selber, ne? Oh, da hinten ist noch so ein Punkt. Können wir den noch holen, wenn wir hier in der Nähe sind? Was ich ehrlich gesagt nicht denke, weil das Spiel sich denkt, ha, der hat richtig Bock, irgendwo anders zu sein dann. Warum auch immer wir auf unser Öl zielen? Ha. Ich glaube, ich darf da nicht ran. Weil eigentlich würde ich da jetzt eigentlich durchschießen. Aber naja, immerhin ziehen wir uns jetzt ran. Vielleicht kann ich ihn dann von oben mit einer Granate töten. Ja, dann hier unten. Das war easy. Und
Bauerntölpel? Glaubt ihr immer noch, die Templer haben recht? Jawohl, vollkommen. Du Bastard! Hildes und Liam, fahren bereits nach Norden! Hope hatte recht. Ich gebe eine gute Ablenkung. Ich glaube, ich habe ihn gerade über sein Schiff geworfen. Ich glaube, das ist das erste Mal, so was passiert ist. Ist aber ganz cool, muss ich sagen. Auch wenn diese komischen Szenen so ein bisschen komisch sind. Danke für die Hilfe, Captain Cook. Gern geschehen, Captain Cormac. Mit euch zu segeln ist wahrlich interessant. Der Ärger verfolgt uns, das stimmt. Sagt mir die Wahrheit. Gehört ihr zu einer größeren Organisation? Zur Admiralität. Ihr erhaltet wohl euren Befehl direkt von ihrer Majestät, oder? Selbst wenn, dürften wir es nicht sagen. Hier, nehmt diese Karten. De La Vérendrye braucht sie jetzt nicht mehr. Wir werden uns bei euch melden wegen zukünftiger Reisen, Captain. Hab Dank. Er freut sich bestimmt auf irgendeine random Karte. Ah, ich hab's doch gemacht. Schade. Obwohl, wir machen einfach das hier, ne? Wenn wir gerade schon hier sind. Die Sapphire, okay, das ist die Sapphire. Da sind wir die riesen Alks. Die fucking aussehen wie Pinguine. Und sie sehen anscheinend nicht aus wie ein Dodo, aber das weiß ich. Okay. Das ist ein komisches Schiff. Okay, wie komme ich da jetzt am schlausten hin? Ich denke mal wie hier, aber hier ist noch eine Karte, eine Kiste. Karte ist die andere unten. Die Sapphire. So. Was ist das denn? Ah, das ist die Templerrüstung. Sammeln Sie alle Reliquien ein. Was für Reliquien? Aber wir haben ja, glaube ich, schon ein paar. Ich glaube, das sind die Templerkarten gewesen, oder? Ich bin gerade so ein bisschen überfragt, wo das. Ach, die liegt einfach hier oben. Gut. Ich dachte, die wird da unten liegen. Nee. Dann bin ich nicht überfragt. Wir kriegen aber was Tolles. Also ein Upgrade. Nordatlantik, okay. Ich habe übrigens nicht rausgefunden, was mir da noch gefehlt hat. Also wo. Ich hatte ja im letzten Part da die eine Schatzkarte und ich meinte, ich habe da nicht rausgefunden, wo die sein soll. Gut, ich habe jetzt auch noch keine Kommentare oder sowas gelesen, weil ich jetzt immer gerade noch eine Woche im Voraus aufnehme, weil ich gerade einfach Bock auf das Spiel habe und Zeit habe. Wegen Kurzarbeit. Also, ich hätte auch so Zeit, weil Prüfungen sind eigentlich alle durch bis auf eine. Und da liege ich noch im Zeitplan mit dem Lernen. Das heißt, ich könnte mal wieder aufnehmen, aber momentan spiele ich so ein bisschen Valheim und ein bisschen Hell and Loose spielen wir. Das ist alles so ein bisschen dann. Dann zocke ich eigentlich kaum noch privat, weil halt so viel anders noch da ist. Extra schwere Kanonenkugeln, okay, das ist cool. Denk mal, wir müssen hier irgendwie ran und dann. Nein, das wollte ich nicht. Ich dachte, ich kann da so wie so ein Baum hochlaufen. Ja, eiskaltes Wasser, ich weiß. Deshalb will ich doch schnell wieder raus. Eiskaltes Wasser ist übrigens echt schmerzhaft, ne? Also, das glaube ich dem auch, dass es sehr schnell sehr kalt ist. Ich habe gestern, es wird ja ein bisschen wärmer gerade. Und ich habe so einen Pool und da hat sich so ein bisschen Regenwasser drauf gesammelt. Auf der Plane, um das normale Wasser zu schützen. Und auf jeden Fall habe ich da ein bisschen Eis kaputt geprügelt und das ist echt schnell echt kalt.
Das ist nicht so angenehm. Ich glaube, so ein bisschen können wir hier die... Ja, ich weiß, dass ich das mal... An die Sapphire noch erinnere, ich habe ja mal ein Let's Play davon geguckt von dem Spiel, aber das ist schon ewig her. Der Let's Player ist so leider nicht mehr aktiv. Mach ich ein bisschen traurig. Aber was soll's. Wahrscheinlich muss ich hier dann einfach hochklettern, ne? Ja, auf jeden Fall, da habe ich das geguckt und da kann ich mich an das hier noch erinnern, so grob, dass da so ein Schiff war, wo man dann diese Dinger reinsteckt. Oder nicht steckt, das auf jeden Fall, da wo so eine Tür ist. Okay, hier so ein Shanty. Erstmal nur kurz so eine Frage am Rand. Ist das realistisch, dass so, also ein Schiff sich so aufteilt und dann hier überall ist? Da müssten wir runter, da hinten ist noch. Gut, dann machen wir erstmal den Sprung, dann kriege ich das nämlich und dann können wir da rechts lang gehen, dann haben wir die letzte Kiste noch. Ach nur, es läuft schon weg. Das Shanty habe ich übrigens doch schnell geholt, ich bin von einer Seite rangegangen, das war dann extrem leicht. Ach nö, Shay, ich habe mich noch umgedreht. Gott, ey. Manchmal ist die Steuerung so ein bisschen meh. Oh, dann müssen wir hier rein. Also das ist auf dieser Insel da. Da habe ich jetzt einen Shanty nicht verpassen. Ja, andere Seite auf jeden Fall sehr, 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 sehr leicht. Wahrscheinlich hätte es auf meiner Seite auch besser geklappt, hätte ich irgendwie direkt reagiert oder so, aber... Okay. Wenn du meinst, Shay, dass du da nicht unbedingt hoch musst. Also, dass ein Schiff so zerbricht ist irgendwie... Okay, gibt es Eisbären, wir brauchen noch welche. Wahrscheinlich gibt es hier nur einen Eisbären. Können wir damit jetzt irgendwas Cooles machen schon? Ich glaube, wir brauchen dafür zwei, ne? Gibt hier aber anscheinend nur einen. Ist hier noch ein Teil des Schiffes? Oder sind das mehrere Schiffe? Wenn es mehrere Schiffe sind, dann würde es ja schon irgendwie so ein bisschen mehr Sinn machen. Auch wenn es irgendwie so ganz komisch zerrissen ist hier. Gefühlt. Aber naja. Ich dachte, Shay springt da jetzt klug rauf, aber nee, er denkt so, er springt ganz knapp dran vorbei. Penner. Okay, wo sind wir jetzt überhaupt? Wir sind hier. Wollen wir nochmal Marinekonvoi legen? Ich würde sagen, ja, komm, holen wir den mal. Das ist gut. Ist das eine Fregatte? Also eine Fregatte kann ich tatsächlich sogar noch gebrauchen für die Seekampagne. Ich habe glaube ich echt wenig. Ja, kann ich hier so entern? Danke. Meine Güte. Kopfgeldjäger finde ich tatsächlich echt nervig. Okay, Shay. Dann benutzt es halt nicht. Ach, hier kann ich durch die Reling durchschießen, weil Deliver... Ich habe keine Ahnung, wie der Typ heißt. Ich kann das auch nicht aussprechen, vermutlich. Konnte ich es nicht. Erstmal den Captain weghauen, weil der zum Kotzen ist. Warte, den muss ich noch in Waffen abholen. Am besten mache ich das nicht auf dem Schiff, weil auf dem Schiff sind die blöd. Gott, ey, mit der letzten Kugel.
Ich weiß gar nicht, ob ich so einen königlichen Konvoi überhaupt in meine Flotte aufnehmen kann. Auf jeden Fall mache ich es mal. Wenn es geht. Ansonsten wird es heute geschlachtet, ne? Nur zu Comex Flotte senden. Fregatten kann ich nämlich gebrauchen noch. Ich habe, glaube ich, nur zwei. Und dann holen wir uns noch. Okay, da sind ganz viele Gegner. Das gefällt mir nicht so gut. Zu überleben bedarf es einer guten Konstitution. Oder eines guten Whiskys. Habt ihr die Schoten überprüft? Doch, tatsächlich schon. Ein Kriegsschiff, La Condamine. So einen haben wir auch schon, also auch genau mit dem Namen. Können Sie mich in Ruhe lassen, bitte? Hallo, Piraten greifen mich an. Hoffentlich schießen die so... Ah, nee, sie haben mich getroffen. So, gucken wir mal, wo wir sind. Wir müssen hier oben hin. Ich würde sagen, dann töten wir vor... Ich töte per privat den Narwhal und dann sehen wir uns bei der Mission wieder. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.